Und der gelbe Gürtel? Dieses bisschen Sand. Keiner darf es für sich beanspruchen. Ich will nur eure Freundschaft. Und meine Söhne. Solange sie unter meinem Dach leben. Solange führe ich keinen Krieg gegen euch. Ich werde sie aufziehen wie meine eigenen, wie meine Tochter Layla. Prinzessin, ihr seid jetzt zu alt, um mit Jungen zu spielen. Ich hätte mir niemals vorstellen können, wie wunderschön du geworden bist. Nesid, König von Hubeka, gibt euch seine Tochter Prinzessin Layla zur Frau. Das Bild von Vater verschwindet aus meinem Gedächtnis. So sieht er aus. Bald sind Sie ein reicher Mann. Reich? Steinreich, würde ich sagen. Der Sultan lässt euch ausrichten, dass er die Förderung auf dem Gebiet des gelben Gürtels als Vertragsverletzung erachtet. Du bist ein Abgesandter Hubekas, aber noch viel wichtiger ist, du bist jetzt mein Sohn und Laylas Ehemann. Oda. Vater, ich komme, um dich zu warnen. Nesib hat eine große Armee mit modernen Waffen. Du kannst mich nicht erschießen. Ich bin ein Prinz. Nein, du warst ein Prinz. Saleh ist tot. Meine Gastfreundschaft erstreckt sich nicht auf die feigen Mörder meines Sohnes. Du bist ein geborener Anführer. Du wirst der nächste Sultan von Salma sein. Hier nach! Auda hat dich ganz genauso verraten wie mich. Er ist der friedfertigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Du hast wohl einen besseren Vater in Nesib gefunden. Möge Gott deine Schritte leiten. Du bist ein Mann geworden.